Willkommen bei Frisches bei Friedrichs, heute als Smoothie hier in der Küche. Wir werden heute ein Lachsfilet mit Avocado-Creme, Kressekartoffeln und einen schönen Feldsalat mit Tomaten für euch machen. Hier habe ich schon mal die Kartoffeln aufgesetzt, die dauern am längsten. Die pellen wir nachher, vermengen die mit der Kresse, machen ein bisschen Kürbiskernöl drüber und bin gespannt. Die Kartoffeln kochen jetzt hier so vor sich hin, brauchen ungefähr eine gute halbe Stunde, dann pellen wir sie und dann geht es jetzt auch schon weiter zur Avocado-Creme. Hier haben wir frische Avocado, bitte beim Kauf darauf achten, dass sie nicht zu fest sind, können ruhig schön weich sein, aber nicht zu weich, dass sie schrumpelige Haut haben, dann sind sie schon verdorben. Zwiebeln, Paprika, Limette, die wird deshalb nachher reingedrückt, damit die Creme nicht oxidiert, also grau wird. Knoblauch und Chili bei uns aus dem Gewächshaus. Ein bisschen Salz und Zucker dazu. Und dann ist die Wiese grün. Wenn wir eben hier den Avocado-Kern entfernen. Schwupp. Und die Avocado schön mit dem Löffel aushöhlen. Das Ganze zerdrücken wir nachher zu einem Brei. Werdet ihr gleich sehen. Noch die zweite dazu. So. Und ab in eine Schüssel. Kommen wir schon in die nächsten Zutaten. Die Zwiebel machen wir in ganz feine Würfel. Ganz fein deshalb, damit man nachher beim Essen nicht auf so große Zwiebelstücke kaut. Das dominiert dann nachher und zerstört den Geschmack vom Fisch. Und das ganz fein gemacht ist, dann ist das ein bisschen angenehmer zu essen nachher. So, das waren die Zwiebeln. Nur zur Paprika. Schön sauber machen. Feine Kerne drin lassen und auch feine Würfel. Dann haben wir hier frische Chili, die bitte halbieren und die Kerne raus, sonst wird das Ganze nachher zu scharf. Alles raus. Bei Chili immer bitte darauf achten, wenn man mit den bloßen Fingern an der Chilischote reibt oder die verarbeitet oder schneidet, es bleibt immer eine Restschärfe am Finger. Das heißt, wenn man sich mal an der Nase reibt oder in den Augen reibt, ruckizucki brennt alles. Hier machen wir wirklich nur halbe bis Viertel, je nachdem, wie scharf man es möchte. Ich habe jetzt hier scharfe, wirklich recht scharfe, da reicht eine Messerspitze voll, um eine Grundschärfe reinzukriegen. Ja, bisschen Limette noch dazu. Wie gesagt, dann oxidiert die Creme nicht.
Jo. Salz und Zucker. Und Knoblauch. Das Ganze zerdrücken wir gleich und verrühren es. Ein kleiner Tipp zum Knoblauch. Ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, Handschuhe dazu anziehen. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Knoblauch riecht wirklich sehr lange an den Fingern. Wenn man abends also noch was vorhat und möchte nicht, dass der Knoblauch einen den ganzen Tag begleitet, dann zieht Handschuhe an. Zwei Zehen reichen hierzu. Nicht zu würzig und nicht zu doll machen den Geschmack. Wie gesagt, wir wollen den Fisch schmecken und hier kein Tzatziki vormachen. Ne? Die Avocado-Creme ist jetzt fertig. Ich habe alles schön zerdrückt und zermatscht. Die Paprika hat ein bisschen Geschmack abgegeben dadurch, dass ich so gedrückt habe und die Zwiebeln ebenfalls. Das Ganze wird jetzt ein bisschen verrührt noch. Und stellen wir dann erstmal an die Seite, damit es ziehen kann. Und die Geschmäcker durch Chili, Salz, Zucker, Zitrone bzw. Limette. Das muss ich jetzt alles ein bisschen ausbreiten. Und dann geht es auch schon gleich weiter. Ich mache jetzt ein bisschen den Salat, aber vorher eben einmal aufräumen. Das ist immer das Wichtige, sage ich in jeder Folge. Aufräumen ist das A und O. Rucki-zucki hat man sich in der Küche eingebuddelt. Man muss wieder alles aufräumen. Tada, ich habe schon wieder was vorbereitet. Ich habe den Feldsalat. Dann kann man Kirschtomaten nehmen oder kleine Mini-Flaschentomaten. Essigöl, frisch gehackte Petersilie. So sieht gleich das fertige Dressing aus. Letztendlich brauchen wir alles nur einmal verrühren und mixen. Machen wir jetzt auch hier gleich Essig. Öl. Frische Petersilie. Nicht zu knapp, da kann auch ruhig mehr rein. Eine Prise Salz, je nach Geschmack, sage ich immer. Und dann brauchen wir 2 Esslöffel Zucker. So. Und Zwiebel. Zwiebel machen wir hier noch. Wir brauchen nicht ganz so viel. Ich habe jetzt hier eine große Gemüsezwiebel. Für zu Hause reicht eine kleine. Die brauchen wir auch nicht alles von. So, die Menge ungefähr hier wie auf dem Brett. So, das Ganze pürieren wir jetzt. Wenn das püriert, desto grüner wird es gleich. Ich gebe das hier gleich mal mit dazu, zu dem anderen, was ich vorbereitet habe. Und fertig ist das Petersilien-Dressing. Zum Feldsalat. Den Salat legen wir nachher auf den Teller, bisschen Form schön. Die gewaschenen Tomaten einfach nur halbieren. Ich finde, das reicht. Die sind wirklich mundgerecht groß. Man braucht auch kein Salz, kein Pfeffer mehr dran. Das übernimmt das ganze Dressing nachher.
Schon haben wir schon bunten Tomatenfeldsalat mit Petersiliendressing. So, die Kartoffeln sind nun fertig. Ich habe sie in eine Schale mit kaltem Wasser gelegt. So kann ich sie gleich besser pellen. Zum einen geht die Schale ganz gut ab und es sind nicht so heiß an den Fingern. Ihr seht, ich lasse mir da jetzt keine Zeit mit. So. Die werden dann gleich gewürfelt und mit frischer Kresse vermengt. Kresse hat einen sehr dominanten Eigengeschmack. Die Kartoffel nimmt das wieder ein bisschen. Und das passt gleich zum Fischfilet wunderbar. So. Wer am Wochenende Lust und Zeit hat, kann gerne herkommen und uns beim Kartoffelpellen helfen. Säckeweise, wer Langeweile hat, also herzlich willkommen. So, einmal abgespült. Und schneiden wir das in grobe Würfel. Nicht zu klein hacken, wirklich, dass es ein bisschen angewürfelt ist. So 3-4 Kartoffeln, das ist so eine Portion, wie ich finde. Das ist schon eine gute Portion. Kann man, wenn man möchte, ein bisschen salzen. Und dann habe ich hier die Kresse. Die wird einmal rasiert. Drüber streuen, nicht zu knapp. Und dann vermengen. Schön vermengen. Und die kommen dann gleich, wenn das Fischfilet gebraten ist, schön auf den Teller. Das Fischfilet oben drauf. Mir riecht es jetzt leider nicht. Die Kresse hat einen wirklich tollen, dominanten Eigengeschmack und auch eigenen Geruch. Das steigt hier richtig gerade hoch. Dann geht es gleich weiter zum Fischfilet. Wir kommen nun zum Lachsfilet. Das Ganze wird eigentlich nur gesalzen. Wir brauchen hier keine Zitrone und gar nichts für. Zitrone macht man nur, um so ein bisschen den Geschmack noch ein bisschen hervorzuheben. Hier ist es aber genug. Wir haben in der Guacamole bzw. in der Avocado-Creme Zitrone schon drin und das soll alles ein bisschen im Rahmen bleiben. Wie gesagt, ein bisschen Salz drauf. Pfeffer brauchen wir auch nicht. Haben wir alles in der Avocado-Creme schon drin, die Schärfe. Das Ganze wird jetzt nur ein bisschen meliert. Und gleich in der Pfanne, eine Seite nicht gesalzen. Und gleich in der Pfanne einmal angebraten. Der Garpunkt sollte bei Lachs sein, das heißt sollte. Das ist letztendlich alles Geschmackssache. Wer es trocken mag, kann es auch totbraten. Ich mag es gerne ein bisschen saftiger. Der Kern des Fleisches, so die dickste Stelle, darf gerne glasig gemacht werden. So, einmal in die Pfanne. Da lassen wir es jetzt erstmal einen Augenblick links, rechts anbraten. Und dann sind wir auch gleich mit dem Gericht schon fertig. Das heißt, heute ist ein schnelles Gericht gewesen, beziehungsweise wird noch ein schnelles Gericht. Avocado-Creme, der Salat, Fisch, die Kartoffeln. Also zu jeder Zeit in der Woche oder am Wochenende schön zuzubereiten. Das Lachsfilet habe ich jetzt eben gerade gewendet. Es bekommt eine schöne Grillstruktur hier oben. 4 Minuten links, 4 Minuten rechts. Dann noch einen Augenblick ziehen lassen. Und dann ist der Fisch auch schon fertig. Wir können währenddessen schon mal den Salat anrichten. Ja, einfach so ein kleines bisschen auf die Ecke, wer mehr möchte.
kann sich das in der Schale dazustellen. Ein bisschen von dem Petersilien-Dressing darüber. Nicht jetzt ertrinken. Das Dressing ist sehr intensiv. Und dann haben wir das Lachsfilet auch schon fertig. Das Eiweiß tritt hier an der Seite aus. Das ist ein Zeichen, dass es so quasi gut ist. So. Die Avocado-Creme habe ich in der Zeit hier so in einen Dressiersack, einen Spritzbeutel gemacht und hier einfach ein bisschen on top oben drauf. Oder wer möchte, einfach so ein kleines Häufchen daneben. Das reicht. Da werden keine Mengen von gegessen, das ist wirklich nur immer eine Messerspitze zum Fisch dazu. Ja, ein kurzes, schnelles Gericht zum Abschluss unserer Serie Frisches bei Friedrichs. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr euch traut, es nachzukochen. Das sind keine wilden Sachen, das macht viel Spaß. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, wo auch immer.